Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine gefüllten Zucchini mit Käse-Hackfüllung vorstellen. Leckeres Rezept, vollwertige Mahlzeit, super lecker und glaube ganz einfach zuzubereiten. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Alles, was ich brauche, habe ich mal wieder rausgelegt. Und zwar brauchen wir hier für dieses Rezept Rinderhack. Wir brauchen Zucchini, Tomaten püriert, Zwiebeln, glatte Petersilie, Knoblauch, Gratinkäse, Bauernkäse oder Feta, Olivenöl, Thymian, Oregano, ein paar Chiliflakes für die Schärfe, Zucker, Paprika edelsüß, Tomatenmark und Salz. Ja, und das war's auch schon. Dann geht's los. Ja, ich beginne damit, die Zwiebeln hier zu pellen. Ich hatte hier rote Zwiebeln. Ich finde, die passen ganz gut. Sieht auch optisch ein bisschen interessanter aus nachher in der Mischung. Die pelle ich zunächst mal. Also erst halbiere ich sie und dann pelle ich sie. Und wenn ich die Zwiebeln gepellt habe, dann geht es auch schon ans Schneiden. Ich schneide die Zwiebeln dann in auch nicht so kleine Würfel. Übliche Technik, die kennt ihr. Also erstmal hier links einschneiden, dann hier streifen und dann schneiden wir an der Hälfte runter. Und dann kriegen wir hinterher kleine Würfel. Und kleiner müssen sie auch nicht sein. Also so wie ihr es könnt, so wie ihr es schafft, mit der Hand oder mit einer Maschine, was ihr mögt. Nach den Zwiebeln geht es hier weiter, und zwar mit der Knoblauchzehe. Ganz einfach, einmal aufschlagen und die Ecken abschneiden hier, damit wir sie pellen können. Und wenn ich meine Knoblauchzehen gepellt habe, dann hacke ich meine Knoblauch. Ihr könnt auch hier ganz nach Belieben, was ihr besser könnt, was ihr mögt, das Ganze mit einer Knoblauchpresse bearbeiten. Das ist wirklich völlig egal. Dann habe ich hier glatte Petersilie, keine Krause, sondern glatte Petersilie hier. Und die zupfe ich zunächst mal von den Stängeln. Die wollen wir nicht mitschneiden. Die sind manchmal so ein bisschen bitter. Könnt ihr aber für Brühe verwenden. Und wenn ich die Blätter abgezupft habe, dann hacke ich meine Petersilie hier nicht so super klein, weil ich die später auch noch sehen möchte. Aber ich mache sie schon kleiner. Also ihr seht hier so die Größe, die ich hier fabriziere mit meinem Messer. Und dann sind wir auch schon fertig. Viel mehr müssen wir gar nicht machen hier mit der Petersilie. Und jetzt geht es an die Zucchini. Zucchini, Enden abschneiden. Die beiden Enden. Und dann halbiere ich die Zucchini. Ich mache das jetzt mal hier von oben runter, weil es vielleicht ein bisschen einfacher ist auch für euch zum Schneiden. Man droht nicht, sich zu verletzen. Und die Hälften passen eigentlich ganz gut. Aber ihr könnt sie natürlich auch hinlegen. Wenn ich die Zucchini halbiert habe, dann nehme ich mir einen Teelöffel. Das war hier so eine mittlere Größe bei den Zucchini. Da passt der Teelöffel ganz gut. Und dann schabe ich in der Mitte das Zucchini-Fleisch heraus, das Fruchtfleisch. Und wenn das nicht zu viel Kerne sind, manche haben sehr viel Kerne, das war hier nicht so, dann verwende ich das auch weiter, das werdet ihr gleich sehen. Also ich nehme jetzt hier meine Zucchini und höhle jetzt erstmal alle meine drei, ich hatte drei Stück, also sechs Hälften, und höhle jetzt meine Zucchini hier aus, bis ich dann fertig bin. Ihr müsst ein bisschen vorsichtig sein, dass ihr mit dem Löffel nicht einmal durchstecht aus Versehen, das geht doch immer wieder mal schnell oder den Rand verletzt. Wir wollen ja so eine Form haben und das sieht dann so aus, wenn es geklappt hat. Dann nehme ich auch schon mein Zucchini-Fruchtfleisch, und mein Zucchini-Fruchtfleisch, das hacke ich jetzt auch nochmal klein, auch nicht super klein, sondern eben klein, ne? So ihr, wie ihr es könnt, mit dem Messer. Und das war es auch schon, das wollen wir natürlich nicht wegschmeißen, das verwenden wir hier für die Füllung. Wenn ich mit dem Zucchini-Fruchtfleisch fertig bin, dann geht es weiter, dann gebe ich erstmal meine Zucchini-Hälften in eine passende Auflaufform, dann müsst ihr gucken, was ihr habt, ne? Je nachdem, was ihr so zur Verfügung habt. Und dann geht es auch schon weiter. Jetzt machen wir die Füllung. Ich erhitze jetzt mein Olivenöl hier. Olivenöl, ihr wisst es, nicht so super heiß, so 3/4, 75, 80%. Das darf auf keinen Fall rauchen. Und wenn es heiß genug ist, dann gebe ich hier mein Rinderhack rein. Ich nehme in der Regel Rinderhack. Ihr könnt auch halb und halb nehmen. Ist meist ein bisschen fettiger, geht aber auch. Ich mag Rinderhack und das brate ich jetzt hier wieder so lange, bis es krümelig ist. Ja, und wenn das Rinderhack dann beginnt krümelig zu werden, dann geht es auch schnell weiter. Dann haben wir hier diese wunderbare Hackmasse jetzt schon. Jetzt gebe ich zum Rinderhack meine klein geschnittenen Zwiebeln und den Knoblauch und mische das Ganze ordentlich. Und dann, wie lange, vielleicht 5 Minuten, bis die Zwiebeln beginnen glasig zu werden. Muss gar nicht so lange sein. Wir wollen das ein bisschen anbraten, dass auch die Zwiebeln hier Geschmack abgeben und auch Knoblauch Geschmack abgibt. Soll aber nicht bitter werden, also nicht so lange. Und dann gebe ich auch schon mein klein gehacktes Zucchini-Fruchtfleisch dazu. Auch das gebe ich jetzt dazu und lasse es vielleicht nochmal 5 Minuten mitbraten, damit es so ein bisschen Flüssigkeit verlieren kann, aber auch schon einen Geschmack abgibt hier an die Hackmasse.
Und nach weiteren 5 Minuten geht es dann mit den Gewürzen weiter. Jetzt kommt zunächst mal Salz dazu, dann hier die Chiliflocken für den Kick, dann kommt Thymian und außerdem Oregano. Das sind ja zwei Kombinationen, die super funktionieren mit Hack und mit Zucchini. Und als letztes Paprika. Paprika edelsüß, also nicht so scharf, sondern wirklich die milde Variante. Und jetzt heißt es wieder mischen, mischen, mischen. Ne, ihr kennt das ja von mir, also hier nicht mischen impossible, sondern wir mischen hier mal ordentlich. Und wenn wir alles durchgemischt haben, dann sollten sich die Gewürze auch schön mit der Hack-, Zwiebel-, Knoblauchmasse verbunden haben. Das riecht man jetzt auch schon. Und jetzt gebe ich in die Mitte das Tomatenmark. Und das hat den Sinn, das Tomatenmark, wenn es angebraten wird, nochmal so einen fleischigen, so ein bisschen Umami-Geschmack abgibt. Also Tomatenmark verändert dann wirklich den Geschmack. Probiert es mal aus. Man sollte das ruhig ein bisschen anbraten. Das verändert sich dann. Und wenn das soweit ist, nochmal so 3-4 Minuten und da durchaus hoher Hitze angebraten ist, dann können wir wieder mischen, mischen, mischen. Und wenn das passiert ist, dann geht es auch zügig weiter. Denn jetzt kommen schon die pürierten Tomaten dazu. Pürierte, passierte, je nachdem, was ihr habt. Die ich hier genommen habe, natürlich fertige. Das geht wirklich schnell. Kriegt man in jedem Supermarkt. Habt ihr wahrscheinlich auch zu Hause. Und jetzt sind wir fast fertig schon mit der Masse zum Füllen. Jetzt müssen wir die Masse so ein bisschen erhitzen, damit die Tomaten auch nochmal Geschmack annehmen. Und wie häufig gegen die Säure der Tomaten geben wir hier so einen Hauch Zucker dazu. Und das führt immer dazu, dass die Säure der Tomaten so ein bisschen entschärft wird. Das ist auch ein bisschen besser verträglich und geschmacklich merkt man das wirklich. Also zu Tomaten, wenn es geht, immer so ein bisschen Zucker dazu geben. Und jetzt kochen wir das einmal ganz kurz auf. Achtung, brennt schnell an. Also nicht weggehen, nicht die Küche verlassen. Und jetzt könnt ihr auch schon die Platte ausmachen. Hitze brauchen wir jetzt nicht mehr. Und jetzt gebe ich hier zu meiner Tomatenhackmasse die Hälfte der gehackten Petersilie. Nur die Hälfte, denn die andere Hälfte, die brauchen wir später noch zum Garnieren. Und außerdem bröckel ich jetzt hier meinen Bauernkäse rein. Ich habe ganz bewusst Bauernkäse genommen und kein Feta. Ihr könnt auch Feta nehmen, das ist ganz nach eurem Geschmack. Nur Feta ist meistens sehr salzig. Also wenn ihr es nicht so salzig haben wollt, dann nehmt ihr Bauernkäse. Wenn ihr Feta nehmt, dann lasst bitte vorne das Salz weg, denn Feta hat wirklich genug Salz. Wenn ich den hier reingebröselt habe, dann mische ich jetzt alles nochmal unter. Ihr seht hier schon wieder mischen, mischen, mischen. Und das soll jetzt nicht so lange dauern. Ich will den nicht komplett schmelzen in der Soße. Der soll einfach nur untergehen. Wir wollen also eine homogene Masse haben, aber ihr sollt den Käse ruhig noch sehen. Das ist in Ordnung. Runter vom Herd und jetzt habe ich ja hier meine Auflaufform, in der schon meine 6 Zucchini-Hälften lagen. Und jetzt gebe ich unten in die Auflaufform so einen kleinen Tomaten-Hackmasse-Spiegel rein, weil ich verhindern möchte, dass die Zucchini später anbrennen, dass die unten dann irgendwie schwarz werden. Also einmal hier entweder alles ganz ausräumen oder so wie ich es jetzt mache, halb einmal rechts, einmal links, so dass wir unter den Zucchini dann eben so einen kleinen Spiegel haben der Hackmasse. Und wenn ich das gemacht habe, wenn ich auch die andere Hälfte jetzt hier mit so einem kleinen Hack-Tomaten-Masse-Spiegel versehen habe, dann können wir unsere Zucchini auch wieder auslegen in die Form und können jetzt die Form wieder komplett füllen. Und dann fange ich an und fülle mit der restlichen Masse meine Zucchini. Und das geht jetzt wirklich einfach. Ich nehme einfach eine Kelle oder ich nehme einen großen Löffel, was ihr habt, und fülle damit meine Tomatenhackmasse in die Zucchini. Und das mache ich jetzt natürlich so lange, bis alle Zucchini hier voll sind. Von den Massen, von der Menge her passt das ziemlich genau. Wenn ihr hinterher was über habt, ist das gar nicht schlimm. Dann gebt ihr den Rest eurer Tomatenhackmasse einfach oben unten neben die Zucchini. Das macht überhaupt nichts. Das kann man super auch essen außerhalb der Zucchini. Und es gibt auch noch ein bisschen Feuchtigkeit da. So sieht das dann aus. Und dann kommt als letzter Gang hier sozusagen, bevor es in den Ofen kommt, noch Gratin-Käse drüber. Ich brösele jetzt hier oder gebe hier meinen Gratin-Käse über meinen gefüllten Zucchini. Und dann sind wir auch mit den Vorbereitungen schon fertig. Denn jetzt geht es schon zum letzten Schritt, nämlich an den Ofen. Und wenn ich alles verteilt habe, meinen Gratin-Käse hier über den Zucchini locker verteilt habe, dann geht das Ganze bei Umluft 200 Grad 20 Minuten in den Ofen. Dann können wir auch schon gucken, ob es geklappt hat. Ja, sieht lecker aus, oder? Sieht super lecker aus. Also vorsichtig natürlich mit Handschuhen, ist ja klar. Die Form ist natürlich super heiß. Und hier seht ihr schon, optisch ist das schon ziemlich gelungen. Und jetzt brösel ich einfach nur noch meine restliche Petersilie, die ich ja noch habe, drüber aus optischen Gründen. Und dann können wir auch schon unsere Zucchini anschneiden. Und ich sage euch, super leckeres Rezept. Super deftig
und auch tatsächlich sättigend, auch für den Winter, wenn man ein bisschen Gemüse essen möchte. Also ich denke, hier meine gefüllten Zucchini mit Hackkäsemasse haben geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.